herzlich willkommen zur 20. Folge Hexit, in der wir nicht in diesen Turm gehen. Nein, weil Justus hat gerade mal keine Zeit und wir wollten das zusammen machen. Beziehungsweise er wollte das auf jeden Fall machen. Das werden wir in der nächsten Folge machen, die allerdings dann wahrscheinlich ohne Johanne sein werden müssen. Allerdings werden wir wahrscheinlich eh nur die erste schaffen und die zweite machen wir dann hinterher auf jeden Fall, denke ich, zusammen. Weil das wird hier auf jeden Fall, gehe ich zumindest jetzt mal von aus, länger dauern. So, Johannes ist schon wieder eine Pirateninsel gefunden. Ja, der ist, glaube ich, schon etwas weiter zu Hause. Weil wir werden nämlich jetzt auch... Ja, in die Richtung wird wohl... Optifine Bug, yay! Ach, den hast du... Oh, ich mag diese Schuhe, du bist sechsmal so schnell. Und ich habe mich übrigens entschieden, nämlich diese Frozen, also wir machen uns mindestens ein Dings, also wir machen eine zusammengewürfelte Rüstung erstmal, eine praktische Rüstung. Nämlich, wir werden diese Cloud Boots, beziehungsweise wechselweise werden wir uns auch noch diese Schnelligkeitsschuhe bauen, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, auf jeden Fall braucht man dafür viele Sachen, die wir noch nicht haben, soweit ich weiß, oder ich hatte jetzt einfach noch nicht vernünftig nachgeguckt. Auf jeden Fall ist man damit dann halt schneller und dass man das dann einfach auswechselt, je nach Bedarf. Aber man ist ja jetzt so schon relativ schnell, wenn man springt. Und von daher wird das kein Problem. Und hier wären wir dann halt mit diesen Frozen-Dingern sehr gut, weil dann könnte man nämlich jetzt einfach übers Wasser laufen. Bleib mal da. Weißt du gar nicht, wo ich bin? Kurz vor mir. Okay, und woher kennst du das? Ich sehe dich. Ganz weit weg. Ich bin auf die Beine Zoom. In Richtung, irgendwie aus so einer kleinen Insel bist du, glaube ich. Nee, am Berg. Ja, Pirateninsel ist es. Ach so, ja, okay, dann müssen wir... Ich könnte Hilfe gebrauchen. Die sind wieder ganz böse zu mir. Ach, das ist eine neue, genau. Oder? Ja, das ist eine neue. So, dann machen aber wir die was halt. Hat der für ein verkacktes Segel? Komm, dann gehen wir hier mal ganz schnell durch, würde ich sagen. Ja, ich fange ja schon an. Ach, fuck. Wo geht's rein? Die einfach ist... so lange rum, bis du das Schiff findest. Da geht's rein. Jetzt hat mein Handy geklingelt. Was ist das denn? Das sieht irgendwie gar nicht mal so schlecht aus. Moment. Ach gut, dass wir den anderen Backpack noch haben. Ach, warte, der Tombstone kommt auch dahin. Dann packen wir diese Glaive dahin. Ach, halt! Was war das denn? Ach, das bist gar nicht du. Ja, okay. Ja, bin ich nicht. Leck mich doch am Zigarli. Du bist zu weit weg. Hä? Du bist zu weit weg, das schaffe ich nicht. Was schaffst du nicht? Am Zigarli zu lecken. Ach so, ja. Hä, was? Was war das denn? Hey, da bist du. Hä? Ich verstehe das gerade mal nicht. Er tut das schon, Marco, er tut das schon. Was denn? Packst du dich gerade durch die Welt? Nee. Ach, das bist du ja auch gar nicht, du. Doch, jetzt bin ich's. Hä? Bin ich jetzt bekloppt? Geht das Ding jetzt gar nicht mehr, oder? Oh Gott, Marco, geh da nicht hin, geh da nein! Nein! Hä? Geh da nicht hin, die sind ganz gemein.
Also bis jetzt habe ich kein Herz verloren. Ja, du. War schon einmal kurz davor zu sterben. Die sind jetzt, glaube ich, übrigens alle unten. Bei dir. Ich glaube auch. Hä, wo bist du? Hau gerade so ein bisschen ab, weil die mich fast immer umbringen. Na, leck mich doch am Zögerli. So, komm. Das bist auch nicht du. Hä? Was? Ja, die sind bitter. Krieg ich das jetzt? Wohl, hast du eine Eisenspitzhacke dabei? Marco. Was? Nee, ob du eine Eisenspitzhacke dabei hast? Nee, ich hab noch Dias mit. Da kannst du dir eine Dias-Spitzhacke machen. Wir haben hier eine Diamanten. Die haben Diamanten. Genau, Diamanten. Diamanten jetzt haben die da an der Wand. Ja, Moment. Ich muss mal eben hier gucken. Electric Essence, die brauchen wir. So, jetzt mal eben was futtern, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Nö, warum kommen denn immer gleich so viele? Boah, wenn man Übelkeit drauf hat, ist es ein Talent, die richtige Tür zu erwischen. Oh, ich mache in letzter Zeit viel mit dem Bogen. Kann das sein, dass wir... wieder einen Revolver haben. Nein, du kriegst nie wieder einen Revolver. Ha, wenn ich mir den selber stehlen muss von euch. Hab ich nie so irgendwo einen? Alter! Einen fetten Screenshot gemacht. Bist du unten? Ja, schick mir den mal als Thumbnail, da muss ich da nicht dran denken. Hä, was? Oh, Habinger. Och, du heilige Scheiße. Ey, wo hast du denn jetzt einen Habinger hergezaubert? Ey, ich habe keine Ahnung. Lol. Oh, what the Habinger fuck? Auf einem Piratenschiff. Oh. Vielleicht haben wir einen. Guck mal, wo der ist. Der könnte dich gleich angreifen, eventuell. Dann ist es übrigens nicht mein Problem, wenn du stirbst. Smite. So, okay. Ach du Scheiße. Komm noch Pfeile. Das ist der Nachteil an dem Bogen. Ich brauche hier unbedingt Verzauberung drauf. Weil ich habe ruckzuck die Pfeile alle. Torch. Ach, noch ein Backpack, ich glaub's nicht. Und Dias ohne Ende. Und mit Schuhe mit Blast Protection. Brauchst du Schuhe? Ja. Ja, komm runter. Ich habe hier Schuhe mit Blast Protection. Ich gehe gerade hoch. Ey, du. Wir haben ja Diamanten in den Wänden. Und Iron Leggings mit Blast Protection 4. Und Äpfel und Schnitzel. Oh scheiße, oh fucking scheiße. Lol. Lol! Ey, ich kann wieder Treppen hochgehen.
Was du tust, geh nicht hoch. Oh Gott. Wieso? Boah, weil da gerade ganz viele Piraten sind. Ach du heilige Scheiße. Ich hab die Dias gefunden. Sollte ich soeben vergessen haben, dass ich keine Pfeile mehr habe? Ich hab noch 5. Habe ich auch keine Fälle mehr. Das Problem ist ja, ich habe generell, ich brauche die doppelte Menge an Pfeilen. Setzt das Problem. Hier sind übrigens auch noch welche. Oh, die Schuhe sind gut, so geil. Ach, hier geh du mal vor. Warte, ich gebe die Rückendeckung. Warte. Ich baue jetzt erstmal hier ganze Scheiße ab. Guck mal hier. Habe ich schon reingeguckt. Longbow. Ja, den nehmen wir mal mit. Ich habe nämlich jetzt Backpacks bis zum Abwinken. Pass auf. Ich habe jetzt ein Eisending. Du brauchst noch Diaschuhe? Ja, komm mal her hoch jetzt hier. Hier sind gerade so ein paar. Ja, nee. Hier auch. Warte mal. Ich habe gerade mal. Wo? Ja. Wie lange geht die Aufnahme noch? Ich habe keine Ahnung. Au. Ja, schön. Muss ich mal gucken. Also dauert noch ein bisschen, glaube ich. 7 Minuten. Ja, ich habe nur noch 5 Minuten. Und 3 Nachrichten von Justus. Ne, 1 Nachricht von Justus. So, und hier. Hier ist ein normaler. Nein. Und Plattenspieler immer mitnehmen. Total wertvoll. Und Bücher. Bücherregal. Ach. Weißt du was? Das, was ich mir jetzt erstmal mache? Ich habe Dias genug. Deswegen nehme ich mir jetzt hier 3 Dias. Baue mir. Das die Kajüten hat? Gefunden. Marco, hier oben sind Pfeile für dich. Ja, das ist ganz gut, aber ich bräuchte eher einen Enchanting. Ich hab ein Enchanting Table. Warte mal, ich hab ein Enchanting Table. Fällt mir gerade mal so ein. Printing Press. Das ist ja ganz interessant. Ich hatte noch Pfeile, sehe ich gerade. Ein Crystal Bow, wie geil. Ach, schade. Nein, ich bin mit meinem ganz zufrieden. Wind. Arrow. Cool. Pfeil. Infinity. 11 Bookcases brauche ich unbedingt. Ja, dann hat sich das ja wohl gerade eher eben erledigt. Ja! Hm? Ich hab einen Revolver! Wenn du, sobald du mich ein einziges Mal mit dem scheiß Ding triffst, kannst du die Sachen packen. Dann werde ich dich nämlich mehrmals, und ich betone mehrmals, kaputt kloppen. Also ein Revolver macht bei mir nämlich gar nichts. Und ich will mal. Ich habe hier irgendwie so ein Knieknorid, irgendwas. Hast du hier alles durchsucht? Nein, hast du nicht. Alter, hier sind noch ganz schön toll. Jetzt hier noch alles Scheiß mit.
Und aber hier Bau. Ist jede Menge Essen. Ja, Essen ist hier immer. So, ich habe bald wieder eine fast brauchen neue Dia-Rüstung. Marco, brauchen wir Blumen? Ja, sicher, unbedingt. Blumen. Wieso sollten wir keine Blumen brauchen? Ich habe Pfeile. Keine Ahnung. Halt, das Mod direkt noch nicht sonderlich gut. Hä? Warte mal, ich hab dir gar nicht zugehört. Was wolltest du? Blumen. Blumen? Außer sind so komische blaue, die man sehr selten findet. Dann brauchen wir die nicht. Nö, die sind nicht blau. Ey, aber hier müsste doch irgendwo noch ein Raum sein. Irgendwie hatte ich den zumindest noch irgendwie in Erinnerung. Ach genau. Da oben ist noch einer, die Küche. Ja, hol den mal. Geh du mal in den. Ich guck mal, ob ich einen anderen noch finde. Hier war nämlich irgendwo, müsste noch einer gewesen sein, an dem man mit Sicherheit... Ein Harbinger, what? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Das war wahrscheinlich den ich nicht getötet habe, weil ich keinen Bock hatte. Soll ich dir helfen? So, ach, Ende. Harbinger eng, Ende. Hast du schon unter Deck? Ja, habe ich komplett. So. Ey, hast du hier irgendwo... Ich wollte gerade sagen. Ist irgendwo ein Zombie. Jetzt haben wir hier diese komischen Seelendinger. Ach, fuck. Ach genau, in diesem Raum waren wir nämlich noch nicht. Und hier ist mal richtig viel drin. Das ist nämlich eigentlich der wertvollste Raum. Und den haben wir letztes Mal nur mit Mühe und Not ausgeräumt. Den haben wir nämlich noch durch Zufall gefunden. Und hier ist mal wirklich eine Menge drin. Da ist irgendwie noch so ein Viech. Hä? Oh, den Helm nehme ich mir mit. Ach, ich noch mal Platz hätte. Kaputten Bo. Trawl of Escape, brauchen wir das? Trawl ist immer gut. Nein, keine Ahnung. Alles mitnehmen. Ich habe aber keinen Platz mehr. Dann sag an. Torch. Halt, das brauchen wir nun wirklich nicht. Hier hatte ich alles. Gut. Mal nachgucken. Alter, kann das sein? Nee, achso, nee, ich habe einen Kopfhörer so laut. Gut, wollen wir jetzt nach Hause, damit ich mal eben Stäbe machen kann? Du musst ohne mich nach Hause, weil ich keine Zeit mehr habe. Achso, okay. Ja, dann mache ich das alleine, okay. Aber du bist ja schon ein großer Junge, du schaffst das. Ja, hoffen wir es mal. Dann werden wir gleich nochmal eben die Stäbe machen und dann kann es nächste Folge wieder aufgehen. Allerdings... werde ich dann, denke ich mal, das Ganze, ja, sehe ich auch so. Ich verabschiede mich dann schon jo. Mal, ne? Bis denn. Bis ciao, genau. User disconnected from your channel. Ja, damit wäre ich dann erstmal alleine. Aber, das ist jetzt gerade mal nicht, ach du heilige Scheiße. Mich gerade 12 Schaden gemacht, wollte ich doch gerade sagen. Also irgendwo muss auch mal genug sein. Was fliegt alter? Was fliegt mir hier gerade entgegen? Nö, ich habe noch Platz im Inventar. Wieso kommt mir das hier nicht entgegen? Freezerin? Nein, ich glaub's ja nicht. Die wollte ich mir eigentlich craften. Jetzt habe ich sie. Ja, geil. Weil, die ziehen wir nämlich jetzt an. Und jetzt geht das richtig ab. Weil jetzt schwimmen wir nämlich nur ganz kurz nach oben. Zack. Jetzt sind wir zwar nicht mehr so schnell, können dafür aber einfach im Wasser laufen. Und sie ziehen hinter uns eine schöne Eisspur. Ein bisschen hüpfen ist immer schneller. Dann ziehen wir jetzt eine gepunktete Eislinie.
So, und da wir das jetzt noch zu Ende machen und die letzten Folge eh immer Überlänge haben muss, kann diese jetzt auch mal ein wenig Überlänge haben. Ist ja letztlich wurscht. Auf jeden Fall geil, dass wir jetzt auch diese Stiefel haben. Allerdings hätte ich die gerne als, anderes Teil, Dings, weil zwischen drei Dings können wir uns einfach nicht entscheiden. Das ist auf Dauer echt Schäse. Die nehme ich mit, die nehme ich mit und das nehme ich mit und das nehme ich mit. Halt, die Kürbisse nehmen wir auch noch mit. Ach komm, was soll's. Au. Ah. So. Okay. Jetzt habe ich mir natürlich nicht das Rezept angeguckt für die Dings, aber ich hoffe mal, ich kriege so ein beziehungsweise das Rezept habe ich mir angeguckt, aber nicht vernünftig. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so einfach hinkriege. Das ist das. Jetzt ziehen wir mal eben die anderen Boots an. Womit wir dann doch deutlich schneller wieder sind. Weil hier, ganz ehrlich, hier brauchen wir da nicht. Ba-ba-da-ba-da. Ja, also wir gehen nach Hause, machen uns jetzt erstmal diese Stuffs, beziehungsweise erstmal natürlich nur einen. Nämlich diesen Electric Stuff, damit wir auch fliegen können. Das macht vielleicht ein wenig Sinn, weil das könnte man in Dungeons ganz gut gebrauchen. Übrigens, hier haben wir ja in der letzten Folge, oder nicht in der letzten Folge, in einer der letzten Folgen angefangen, dieses Ding auszuheben. Das habe ich komplett gemacht. Da sind am Ende knapp 2,5 Stacks. Irgendwie, auf jeden Fall haben wir jetzt knapp 2,5 Stacks von diesen Teilen. Aber dass der eine Creeper gerade das gedroppt hat, was ich eigentlich noch machen wollte, echt geil. Und für die Zeit reichen die auch, weil das Problem ist, man braucht für diese Freezerite-Dinger braucht man bestimmte Sachen. Diese Freezerite-Dinger, weiß ich gar nicht, ob die auch kaputt gehen. Du kannst nämlich, wenn du die in den Enchanting Table legst, kannst du die verzaubern, wie du willst. Unbreaking, zack, komplett drauf. Enchanting Cost 9? Okay. Also ich hatte es jetzt irgendwie so in Erinnerung, dass die nicht kaputt gehen. Aber ist ja wurscht. Also Unbreaking 3 auf jeden Fall. Protection Dings. Feather Falling 4. Packen wir da mal drauf. Afterlife. Bookcases. 33 Bookcases. War nicht maximal 5. Ach nein, also Afterlife ist, soweit ich weiß, verschwindet, wenn man stirbt, die Rüstung, aber das Inventar wird erhalten. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. So, das ist jetzt erstmal ganz geil, dass wir das haben. Gut, entrümpeln werde ich mich offscreen. Das dauert nämlich zu lange, wenn ich jetzt hier die drei Rucksäcke entrümpel und die ganzen Arrows und Strings und so. Das würde jetzt zu lange dauern. Vor allem werde ich dann, das werde ich auch offscreen machen, aber das ist nicht wirklich interessant. So Ständer für Rüstung bauen, so. Ja, seht ihr dann. Das ist eigentlich nichts Schlimmes. Das kostet, glaube ich, ein bisschen Eisen und fertig. Oder ein bisschen Stein. Kann auch sein. Was weiß ich. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal ganz kurz hier das Inventar, was wir jetzt so haben, werden wir einfach noch in diesem blauen Backpack packen. Scheißegal. Auf jeden Fall rein damit. Und dann gucken wir mal, dass wir mal eben diese Dinger gecraftet kriegen. Wir brauchen einmal jetzt muss ich doch mal eben gucken. Die. Weil ich hole jetzt mal alles, was wir dafür brauchen. Schon mal aus den Kisten. Because of. Sie ist 5. Hier noch ein paar. Das brauchen wir. Water Arrow, weiß ich gar nicht, was das ist.
Gut, und einmal. Ja, das war's eigentlich. Wir brauchen die beiden Sachen. So, und jetzt brauchen wir. Also, wir machen auch direkt natürlich mehrere Sticks, warum auch immer die da im Müll sind. Und Gunpowder können wir auch noch gebrauchen. Wir können alles noch gebrauchen. Haha. So, okay. Also. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir brauchen noch Dias. Das läuft ja schon mal ganz gut. Gut. Ja. Achso, hier sind auch noch ein paar. Ich packe die jetzt erstmal alle so ein bisschen raus. Wir werden natürlich nicht so viele machen. So, wir werden, denke ich mal, ich mache mir, ich gebe den anderen mal, mache den mal jeweils einen mit und ich selber nehme mir mal drei. So uneigennützig, wie ich bin. Also mache ich 5. Ach komm, Maja 6. Ist wurscht. Das war im Übrigen falsch. So. Geil, ich habe nur 5 Sticks. Yeah. Ein so ein Scheiß-Stick. Ernsthaft? So. Jetzt aber. So, einmal das. Ne, halt so, so und so. Dann haben wir 6 Stuffs und 6 Stuffs plus Electric Essence sind Electric Stuff. Da haben wir jetzt ein paar von. Ich hoffe mal, das war jetzt keine Verschwendung. Aber ich denke, das wird so ganz gut sein. Wir werden den jetzt mal ausprobieren. Ich werde die auch mal so im Dings behalten. Beziehungsweise die werde ich erstmal hier komplett reintun. Und dann werden wir den ganz kurz mal eben ausprobieren. Wunderbar. Da wir unsere Feather Falling Boots haben, haben wir damit auch kein Problem mit Fallschaden oder so. Gut. Wunderbar. Und die Dinger gehen auch super schnell kaputt, das sehe ich gerade. Die müssen wir unbedingt enchanten. Wie viel kostet Unbreaking? Ah. Guck mal. Ja, okay, die werde ich alle auf jeden Fall dann mal mit Unbreaking verzaubern. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis denn.